Schön, dass wir jetzt schon etwas verfrüht zusammenkommen, aber so haben wir ein bisschen mehr Zeit bei mir. Der Kollege Herr Paas startet ja im Anschluss, aber dann können wir starten. Super, Ton hört sich wohl auch besser an. Prima, dann würde ich sagen, legen wir los. Ich habe ja heute das Thema Online-Marketing-Trends mitgebracht. Der Michael Bernecker hat den Allgemeinblick eben schon reingegeben. Ich habe so drei Trends mitgebracht, die uns dieses Jahr gerade im Online-Marketing-Bereich sehr, sehr stark beschäftigen. Viele sind wahrscheinlich auch gerade schon damit konfrontiert. Aber genau, wir machen nicht nur den Blick in die Kristallkugel heute, sondern schauen uns wirklich konkret an, was ist an Updates geplant, was vor welche Herausforderungen werden wir im Online-Marketing gestellt. Mein Name ist Katharina Silberbach. Ich bin Geschäftsführerin der Digitalagentur Milatech hier in Köln. Gerne, das habe ich in den letzten Vorträgen auch gesagt, Fragen direkt in den Chat schreiben. Alternativ stehe ich im Anschluss auch gerne für Fragen noch zur Verfügung. Schreiben Sie mir eine Mail, connecten. Wir können uns auch gerne auf LinkedIn connecten oder rufen Sie gerne jederzeit hier an. Ja, was ich mit Ihnen heute durcharbeiten möchte, ist, dass wir uns erstmal anschauen, so was bisher geschah. Wir haben es ja zum Einstieg schon mitgegeben bekommen, dass eigentlich jedes Jahr wieder neue Trends anstehen. Viele dauern auch über mehrere Jahre hinweg. Einige sind neu. Gerade jetzt in diesem Jahr gibt es ein paar sehr aktuelle Trends und Herausforderungen. Dennoch möchte ich noch mal kurz drauf schauen, was waren denn so die Trends 2020, von denen wir auch immer heute noch Auswirkungen spüren. Dann schauen wir uns an, was das Google-Update, was für dieses Jahr geplant ist, für uns mitbringt, wie wir darauf reagieren können. Das Apple iOS 14-Update wurde ja schon ausgerollt, beziehungsweise ist gerade im Rollout. Und auch da gab es ja häufig auch von Kundenseite bei uns Bedenken, inwiefern das Auswirkungen auf die Marketingarbeit hat. Und zum Schluss schauen wir uns nochmal an Tracking ohne Cookies. Auch da würde ich jetzt eher den Blick in die Kristallkugel wagen, aber zumindest steigen wir in das Thema mal ein, was es für Lösungen und Möglichkeiten aktuell schon am Markt gibt. Ja, was geschah bisher seit 2020 an Trends? Wir haben es noch alle sehr gut vor Augen und haben es alle miterlebt. Die DSGVO bzw. E-Privacy-Verordnung hat uns da ganz schön durchgerüttelt in den letzten 2 Jahren, was wir bis heute spüren, dass gerade das Thema Tracking und Cookies hochaktuell ist bis heute. Wir kommen ja in dem letzten Thema der drei Trends auch nochmal auf das Thema Cookies zu sprechen. Da würde ich dann stärker nochmal drauf eingehen. Aber eigentlich der Trend Datenschutz, personalisierte Werbung und das Auslesen von Daten bzw. Speichern von Daten ist seit 2019, über 2020 bis heute hinweg immer noch ein aktuelles Thema, womit wir in der Marketingwelt auf jeden Fall zu kämpfen haben bzw. neuen Herausforderungen gestellt werden. Das Thema Voice- und Audio-Marketing hat sich seit 2020 einfach noch verschärft. Da kommen wir gleich auch nochmal, wenn es um das neue Google-Update zu sprechen kommt, drauf, welche Auswirkungen das weiterhin für uns hat. Aber generell merken wir jetzt zum Beispiel in unserer SEO-Arbeit, dass es immer stärker darauf ankommt, wirklich konkrete Fragestellungen in den Webseiten zu beantworten, weil die gerade durch die Voice Search und das Voice Marketing, ich denke jetzt mal an Alexa zum Beispiel, wenn dort eine Frage eingesprochen wird, sind das so konkrete Fragestellungen, die die Suchmaschinen dann in den Ergebnisseiten auch so ausspielen wollen oder so von den Werbetreibenden geliefert bekommen wollen, dass es möglichst natürlich klingt, dass diese konkrete Fragestellung auch beantwortet wird. Deshalb Thema Voice- und Audio-Marketing seit 2020 weiterhin ein Trend, den wir im Online-Marketing merken. Das Google Bird Update habe ich hier nochmal mit aufgenommen. Wurde im Oktober 2019 ausgerollt, hat sich also noch bis 2020 auf jeden Fall gestreckt. Und warum ich das aufführe, ist, weil das neben dem Update, was jetzt uns im Mai diesen Jahres erwartet, das größte Update der letzten 5 Jahre war. Und Michael Bernecker hat es eben in dem ersten Vortrag schon mal erwähnt, wie wichtig guter Content ist. Und dieses Google Bird Update hatte eben genau das zum Ziel, dass eben Longtail-Anfragen, also wirklich konkrete Fragestellungen auch sehr, sehr ausführlich und in natürlicher Sprache beantwortet werden. Das ist also die Inhalte, die Werbetreibende zur Verfügung stellen,
noch genauer auf die Suchintention ausgerichtet sind und viel natürlicher klingen, als es jetzt früher die SEO-Arbeit zum Beispiel auf sich hatte, dass man Texte nur für die Suchmaschine schreibt. Also von dem Part sind wir definitiv weg. Und Content, hochwertiger Content, ist seit dem BERT-Update hier eben unerlässlich und reicht eben auch bis ins Jahr 2021 weiterhin als Trend mit rein. Künstliche Intelligenz und Chatbots sind letztes Jahr sehr, sehr stark aufgeploppt, spielen zwar dieses Jahr auch noch eine Rolle, aber das würde ich dann jetzt für diesen Vortrag heute erstmal noch ein bisschen ausklammern. Was aber uns auch jetzt durch die neuen Updates, gerade durch das Apple iOS Update wieder aufgeploppt ist, ist das Thema Personalisierung. Eigentlich in den letzten Jahren ist es immer stärker dazu gekommen, dass Werbung personalisiert an die Zielgruppe ausgespielt werden soll, durch Newsletter-Marketing, durch dynamische Anzeigenmethoden, die es in den verschiedenen Werbesystemen gibt. Und da stehen wir jetzt dieses Jahr definitiv vor einer Herausforderung durch das neue Update, was kommt, werde ich gleich nochmal im Detail drauf eingehen. Aber dieser Trend, der in den letzten Jahren stärker sich entwickelt hat, den wir dieses Jahr natürlich weiter fortführen wollen, der wird gerade ein bisschen eingedämpft durch die neuen Entwicklungen. Video-Content hatten wir eben auch schon in dem Vortrag als Thema, der besonders wichtig ist und den wir für 2021 ganz klar weiterhin mit oben auf der Agenda haben. Das wird sich also auch in diesem Jahr weiter zeigen. Ja, kurzer Rückblick nochmal, was seit 2020 Trend war, was uns auch dieses Jahr noch weiterhin begleitet. Schauen wir uns aber wirklich konkret einmal an, welche drei großen Veränderungen wir für 2021 sehen, was uns als Online-Marketer betrifft. Starten wir hier mit dem Google-Update, was im Mai 2021 komplett ausgerollt werden soll. Hier geht es vor allem darum, und das war auch in dem letzten Event, was wir hatten, schon mal ganz kurz Thema, dass Google neue Ranking-Faktoren einführt. Und zwar die sogenannten Core Web Vitals, die als Ranking-Faktor zum Thema Ladezeit und Page Experience, also wie kann der Nutzer mit der Webseite, die ihm präsentiert wird, umgehen, wie ist die Erfahrung damit, das fließt alles viel, viel stärker ins Ranking mit ein. Und betrifft somit vor allem die Arbeit im SEO-Bereich sehr, sehr stark ab Mai. Viele sind ja jetzt gerade schon dabei, die Webseiten vorzubereiten, zu testen, wie sie für diese neuen Ranking-Faktoren abschneiden. Und das wird uns definitiv oder viele Unternehmen dieses Jahr sehr stark begleiten. Schauen wir uns doch erstmal an, was sind die Core Web Vitals? Also es sind Kennzahlen von Google, die die User Experience einer Webseite bewerten, also viel stärker die Erfahrung mit einer Webseite. Sie sollen als einheitliche Qualitätssignale gelten, die die Nutzererfahrung auf einer Webseite widerspiegeln. Also, dass man hier auch wirklich eine Vergleichbarkeit hat zwischen den Webseiten. Bisher gab es hier immer so einen Page-Speed-Index, auch von Google selber ausgesteuert. Und mit der Erweiterung dieser drei Kennzahlen soll es hier wirklich nochmal viel stärker ins Detail gehen, wie ein User mit der Webseite interagiert und wie die Erfahrung mit der Webseite ist. Die drei Kennzahlen berücksichtigen dann vor allem den Ladevorgang einer Seite, die Interaktivität auf einer Seite und auch die visuelle Stabilität einer Seite. Da gehen wir jetzt gleich nochmal im Detail drauf ein. Das sind nämlich diese drei Kennzahlen oder drei neuen Ranking-Faktoren, die mit reinfließen, die diese drei Ebenen mit berücksichtigen. Genau, die drei Kennzahlen sind unterteilt in Largest Contentful Paint, in den First Input Delay und Cumulative Layout Shift. Was bedeutet das jetzt konkret? Also die erste Kennzahl, LCP, betrachtet die Dauer eines Ladevorgangs, bis die Hauptinhalte der Webseite geladen sind. Und zwar, wenn Sie die Webseite oder eine Webseite aufrufen, sowohl mobil als auch auf dem Desktop, dann wird die Seite geladen. Sie sehen den Hauptinhalt, der Ihnen quasi als erstes auf dem Bildschirm abgebildet wird. Den nennen wir Main Content, also den Hauptinhalt. Und erst darunter bildet sich dann der normale Webseiteninhalt und unten dann der Footer auf. Und Google misst mit dieser neuen Kennzahl, wie lang dieser Ladevorgang dauert, bis der Hauptinhalt geladen ist, also das, was dem User als erstes präsentiert werden soll.
Und hier zieht Google das größte Element meistens mit in die Bewertung der Ladezeiten mit rein. Also stellen Sie sich mal vor, Sie haben einen großen Slider auf der Startseite eingebunden einer Webseite. Die Seite wird geladen. Dann wird dieses Slider-Element mit in diese Dauer einfließen und der Ladevorgang wird anhand dieses Elementes gemessen. Gerade Slider führen ja dazu, dass die Ladezeit meistens sehr, sehr groß ist. Deshalb das für diese neue Kennzahl wirklich spannend zu beobachten, inwiefern Slider oder große Bilder im Header-Bereich einer Webseite hierauf Einfluss haben werden, sollte man auf jeden Fall mit berücksichtigen, dieses erste Aufrufen der Webseite sehr schnell zu gestalten. Neben dem Laden der Webseite kommt dann der First-Input-Delay mit dazu. Der misst die Zeit von der ersten Interaktion eines Benutzers mit der Seite bis zu der Zeit, wo der Browser auf die Interaktion reagiert. Also einfacher gesprochen, ein User klickt auf ein Element auf der Seite, die sich gerade geladen hat, und dann diese Kennzahl misst dann die Zeit, bis die Webseite auf diese Interaktion reagiert. Vielleicht mal ein einfaches Beispiel dazu. Sie rufen eine Webseite auf, die befindet sich gerade noch im Ladevorgang, und gerade Mobile-User tendieren dazu, schon schnell auf den Button zu klicken, den sie erreichen wollten, oder im Menü schon den Punkt anzuklicken. Dabei befindet sich die Seite noch im Ladevorgang und die Reaktionszeit, bis ihre Interaktion ausgeführt wird, dass sie auf den Button zum Beispiel geklickt haben, verzögert sich dadurch. Und diese neue Kennzahl von Google soll genau die Zeit zwischen Klick auf einen, Call to Action zum Beispiel, bis zur Interaktion, also wo der Browser darauf reagiert, messen, und wird auch hier eine Beurteilung der Ladezeit durchführen, was dann wiederum sich auf das Ranking und die gesamte Experience mit der Seite auswirkt. Kann. Die dritte Kennzahl, die Google jetzt hier neu einführt, ist die Cumulative Layout Shift Kennzahl. Die misst, wie stabil das Layout einer Webseite ist und ob sich zum Beispiel einzelne Elemente im Layout während der Nutzung unerwartet verschieben. Auch das vielleicht noch mal ein bisschen deutlicher erklärt. Wenn sich eine Webseite aufbaut im Ladevorgang, das kennen Sie häufig bei mobilen Geräten, teilweise aber auch auf der Desktop-Version, dann lädt die Seite und plötzlich ploppt noch ein Bild auf oder hier ploppt noch ein Video auf, und dadurch verschieben sich die verschiedenen Elemente auf der Seite nochmal während des Ladevorgangs. Für ungeduldige Menschen, da gehöre ich definitiv auch zu, läuft das dann so ab, dass sie schon klicken wollten und während des Klicks oder während dieses Vorgangs, dass sie sich zu dem Klick bewegen, verschiebt sich das Element und sie klicken ganz woanders drauf, als sie eigentlich machen wollten. Und das misst diese letzte Kennzahl aus den Core Web Vitals, inwiefern sich die Layout-Elemente während der Nutzung verschieben und dadurch zum Beispiel auch fehlerhafte Klicks oder eben eine schlechte Nutzererfahrung ergeben. Zusammengefasst kann man definitiv sagen, dass diese drei Kennzahlen vor allem Ladezeit berücksichtigen und damit einhergehend aber auch die Erfahrung mit der Website. Und wir alle kennen das. Wir haben es jetzt in mehreren Sessions auch schon mal gesagt, dass die Ladezeit oder generell die Zeit, in der wir eine Aufmerksamkeitsspanne haben oder die Geduld haben, sehr, sehr, sehr begrenzt ist. Deshalb hier wird es für dieses Jahr auf jeden Fall die Herausforderung sein, die Ladezeit der Webseiten in diesen Bereichen zu optimieren. Jetzt fragen Sie sich natürlich, okay, gut, es gibt diese drei Kennzahlen, aber was sind Richtwerte, die ich erreichen muss, damit Google meine Webseite positiv bewertet? Und vor allem auch, wie kann ich die Kennzahlen überhaupt ermitteln? Ende letzten Jahres gab es dazu tatsächlich noch sehr, sehr wenig Möglichkeiten. Mittlerweile hat Google das aber schon in den gängigen Tools mit integriert. Und zwar können Sie die drei Kennzahlen aktuell schon über den normalen PageSpeed Insight-Test von Google abrufen. Da geben Sie einfach Ihre Domain ein, die Sie analysieren möchten, und Google spielt die drei Kennzahlen automatisch mit aus und gibt eben die Bewertung mit an, ob Sie in dem grünen Bereich landen, also besser zum Beispiel beim Largest Contentful Paint als 2,5 Sekunden, beim FID von 100 Millisekunden und beim CLS von 0,1. Sie sehen jetzt hier rechts in der Grafik auch die Einstufung, ab wann es wirklich als negativ gewertet wird, in den roten Bereich kommt, ab wann es sagt, okay, es ist schon mal eine Basis da, aber es ist eine Optimierung erforderlich. Und diese Kennzahlen können Sie, wie gesagt, jetzt aktuell jeder schon im kostenlosen PageSpeed Insight-Test von Google abrufen.
Weiterhin gibt es die Funktion auch im Lighthouse, also die Chrome-Erweiterung, um Webseiten im Bereich SEO zu analysieren. Dort finden Sie die Kennzahlen. Es gibt ein Chrome User Experience Report, auch jetzt schon, wo diese Kennzahlen mit abgerufen werden können. Die Google Search Console, ebenfalls ein kostenloser Dienst von Google, beinhaltet die drei Kennzahlen. Es kann sein, dass die noch nicht bei allen abrufbar sind, aber zumindest möchte Google das auch auf diesem Dienst komplett mit ausrollen. Und es wird wohl eine Web Vitals Extension auch für Browser geben, wo diese Kennzahlen direkt mit abgerufen werden können. Aber wie gesagt, kostenlos für jetzt das schon mal zu prüfen, eignen sich aus meiner Sicht da die PageSpeed Insights am besten. Man muss aber sagen, dass nicht alle dieser Tools, die hier aufgeführt sind, alle Kennzahlen ermitteln. Manche ermitteln zum Beispiel dann nur den LCP-Wert, aber über den PageSpeed Insight-Test habe ich es gestern noch getestet, lässt sich das auf jeden Fall abrufen. So, wenn Sie jetzt dachten, das war alles mit dem Google-Update, den Zahlen kann ich Ihnen leider ziehen. Es gibt nämlich noch mehr Ranking-Faktoren, die jetzt mit dem Update stärker Berücksichtigung finden. Die Grafik hier stammt auch selber von Google. Um eine Webseite zu bewerten und die Erfahrung mit der Webseite zu bewerten, haben wir jetzt, wie gesagt, neu die drei Kennzahlen der Core Web Vitals. Aber es fließen natürlich noch weitere Faktoren damit rein, die immer stärkere Gewichtung auch darin bekommen. Mobile Friendly ist ein Part davon, gehen wir gleich stärker drauf ein. Safe Browsing, dass also die Webseite ohne Viren aufrufbar ist, keine Viren beinhaltet. HTTPS, gehen wir gleich nochmal drauf ein, und auch No Intrusive Interstitials, ich kann es nicht aussprechen, aber kommen wir auch gleich nochmal drauf, inwiefern das eine Rolle hat für die User Experience. Mobile-friendly, das war ja auch so ein bisschen der Vortragstitel, den ich schon mal aufgegriffen habe, wo sich alle Webseitenbetreiber der Desktop-Variante warm anziehen müssen, dass Google mit der Mobile-friendly-Strategie, die oder Mobile-first-Strategie, die ja schon länger ausgerollt wurde, jetzt durch das Update wirklich klar kommuniziert hat, dass Webseiten ohne eine mobile Version komplett aus dem Google-Index fliegen. Das heißt, wenn Sie aktuell über eine Webseite verfügen, die nicht responsive ist, also nicht auf verschiedenen Gerätegrößen sich an die Gegebenheit des Geräts oder an die Größe des Geräts anpasst, haben Sie keine Chance mehr, damit in Google auffindbar zu sein beziehungsweise zu ranken. Das heißt also, beobachten Sie hier oder testen Sie hier vor allem nochmal, inwiefern Sie davon betroffen sein können, und berücksichtigen Sie auch, dass die Webseite, die Sie für die Desktop-Geräte ausspielen und die für zum Beispiel Mobile Devices, die gleichen Inhalte transportieren. Wir kennen das zum Beispiel aus unseren Kundenkreisen, dass in der Mobile-Version Inhalte ausgeblendet werden, damit die Webseite nicht zu lang wird beim Scrollen auf den Geräten, oder dass Inhalte eingeklappt werden. Auf jeden Fall, dass sich die zwei Versionen voneinander unterscheiden. Und das könnte Ihnen jetzt das Genick brechen, wenn Sie eine Desktop-Variante haben, die zum Beispiel mehr Inhalte zur Verfügung stellt als Mobile, weil Sie damit vorher Rankings aufgebaut haben, die aber jetzt ab dem Update einfach nicht mehr mit berücksichtigt werden. Generell sollte man bei der Mobile-Optimierung noch darauf achten, dass die Inhalte wirklich auch groß genug dargestellt werden, dass die Webseite mit dem Finger navigierbar ist, dass sie also nicht zu eng aneinander kleben, die verschiedenen Elemente, dass man aus Versehen auf ein anderes Element klickt als das, was man eigentlich anvisiert hatte, und dass auch die Inhalte, wie gesagt, direkt sichtbar abgebildet werden, nicht eingeklappt, sondern direkt für den User auslesbar. Das Ganze können Sie auch testen. Es gibt einen Mobile-Friendly-Test von Google, auch der ist kostenlos, ähnlich wie die PageSpeed Insights, wo Sie Ihre Domain einmal reinsetzen können, die Analyse starten und Google spielt Ihnen dann direkt aus, ist die Webseite optimiert oder schlägt Ihnen auch konkrete Optimierungsfaktoren vor. Über die Google Search Console hatten wir eben schon mal zum Thema, können Sie das auch mitprüfen. Häufig jemand, der im Marketing dort schon arbeitet oder Zugriff zur Search Console hat, wird auch so Monatsberichte bekommen oder wenn Fehler aufploppen, eine E-Mail zugeschickt bekommen. Und dort steht dann zum Beispiel auch mal drin, wenn Elemente zu dicht aneinander sind oder der Text zu klein zum Lesen ist. Das sind dann alles Hinweise, die Google schon direkt an Sie sendet, wo Sie eigentlich nur noch darauf reagieren müssen. Das ist dann eben auch für die Mobile-Version der Webseite optimiert ist.
Ja, die zwei weiteren Punkte, die wir eben in der Google-Grafik gesehen haben, die wirklich entscheidenden Einfluss auf das Ranking haben, jetzt noch stärker durch das Google-Update, was kommt, ist, dass Webseiten wirklich sicher sind. Also sowohl Viren, was wir eben gesehen haben, aber vor allem auch über eine SSL-Verschlüsselung verfügen. Das heißt, dass Webseiten nur noch über HTTPS aufrufbar sind. Sie sehen das häufig an diesem kleinen Schlosssymbol, was neben der URL oben in der Browser-Suchleiste aufgeführt wird. Und wir selber sehen das immer als so selbstverständlich, dass eine Webseite über HTTPS abgesichert ist. Nicht zuletzt durch die DSGVO, die das auch gerade bei der Datenverarbeitung voraussetzt. Dennoch gibt es häufig Webseiten, mit denen wir konfrontiert werden, wo das noch nicht der Fall ist oder wo zumindest beide Versionen der Webseite noch existieren, dass man die Domain über HTTP und HTTPS aufrufen kann. Und das sollte man definitiv verhindern. Sollte ein Aufruf der Seite nur über HTTPS erfolgen und eben ein Sicherheitszertifikat da drauf liegen. Störende Pop-ups fließen jetzt nochmal stärker mit in die Gewichtung der User Experience rein. Und zwar gibt es manchmal Pop-ups, die auf der Webseite erscheinen, die den gesamten Bildschirm verdecken, zum Beispiel zu einer Newsletter-Anmeldung oder weil irgendwas Neues ansteht, ein Event ansteht, man über eine bestimmte Neuigkeit informieren möchte. Das Ganze gibt es auch in kleinen Versionen, da ist das auch noch in Ordnung. Aber Google straft definitiv Pop-ups ab, die den gesamten Inhalt der Webseite überdecken. Es sei denn, es sind Pop-ups zu gesetzlichen Vorgaben, also wie zum Beispiel der Cookie-Banner, der wird ja häufig direkt mittig auf der Webseite platziert. Das ist alles in Ordnung, also alles zu gesetzlichen Vorgaben, rechtlichen Faktoren, das darf bleiben. Aber ansonsten Pop-ups, die einen zu großen Teil der Webseite einnehmen und damit den normalen Hauptcontent verdecken, straft Google mit dem neuen Update ab. Deshalb hier nochmal darauf achten, dass solche Pop-ups nur zum Einsatz kommen, wenn sie auch wirklich erforderlich sind oder eben eine gesetzliche Vorgabe haben. Ansonsten möglichst sparsam mit Pop-ups umgehen oder die, wenn eben in einem kleineren Format bereitstellen. Genau, das war es erstmal zum Google-Update, was jetzt im Mai ansteht. Also wir hier intern in der Agentur haben auch schon drüber gesprochen, was das jetzt für unsere SEO-Arbeit bedeutet, dass wir hier definitiv als ersten Step den PageSpeed Insight Test für unsere ganzen Kundendomains machen, um erstmal einen Status Quo zu erheben, wie stehen wir denn mit diesen drei Kennzahlen aktuell da und wo müssen wir dran arbeiten. Und das ist auch das, was ich jedem mit an die Hand geben würde, diesen Test zu machen, um zu schauen, wie ist die Experience mit meiner Seite, wie ist die Ladezeit bisher, dass man hier eben auch bis zum Mai noch die Zeit nutzen kann, die Webseiten dahingehend zu optimieren. Schauen wir uns als nächstes an, was Apple uns im Bereich Updates mitgebracht hat, beziehungsweise vor welche Herausforderungen uns Apple stellt. Jetzt steht oder es ist quasi gerade schon im Rollout. Viele haben das Update auch schon. Es dauert ja immer ein bisschen, bis die meisten Mobilgeräte damit abgedeckt sind. Aber durch das neue iOS 14 Update führt Apple ein Tracking-Opt-in für Apps ein. Was bedeutet das? Jeder Nutzer muss also aktiv zustimmen, dass eine Datenerfassung durch die App gewünscht ist oder eben auch nicht gewünscht ist. Also jeder Apple-User kann jetzt entscheiden, darf die App Daten erheben oder nicht. Was natürlich insbesondere für Werbetreibende, die Daten über diese Apps, wie zum Beispiel auf Facebook, erfassen, dann vor große Herausforderungen führt, wenn diese Daten nicht mehr erhoben werden dürfen. Aber nicht nur Facebook oder Instagram, die das nutzen, sondern auch andere digitale Werbeplattformen werden damit natürlich vor neue Herausforderungen gestellt. Pinterest, wo Werbung möglich ist, weitere Social Networks, wo Werbeanschaltung möglich ist. Also alles, was über Datenerfassung, Tracking und da personalisierte Werbung läuft, hat es durch das Apple iOS Update definitiv ab jetzt schwieriger. Ja, welche konkreten Auswirkungen hat denn jetzt das Update für uns? Vielleicht vorab nochmal gesagt, man rechnet aktuell mit Werten, man kennt das ja aus der Vergangenheit, als die Cookie-Banner zum Beispiel eingeführt wurden oder andere Opt-out-Möglichkeiten oder Opt-in-Möglichkeiten für Werbetreibende, dass die Zahlen so um die Hälfte einbrechen werden. Also gerade wenn wir jetzt mal in dem Facebook-Kosmos bleiben und uns vorstellen, wir sind Werbetreibende über den Facebook-Werbeanzeigenmanager, wollen Werbung in Facebook und Instagram ausspielen, dann müssen wir damit rechnen, dass unsere Daten
um 50% einfach sinken werden, weil die Daten nicht mehr erhoben werden können. Genau, hier kommt auch gerade schon der Kommentar im Chat, dass Facebook auf das Update hinweist. Das machen die auch schon seit letztem Jahr, dass man hier eben darauf reagieren soll. Es gibt auch mittlerweile genügend Blogs und Foren, wo erklärt wird, wie man weiterhin denn Werbung am besten ausspielt oder einstellt, um Daten zu bekommen. Aber Fakt ist, dass wir eben weniger Daten zur Verfügung haben werden, wenn die User die Datenerfassung nicht genehmigen. Es wird natürlich auch welche geben, die das weiterhin akzeptieren. Auf die haben wir dann auch weiterhin Zugriff. Aber man muss eben damit rechnen, dass wir eine andere Datenbasis haben. Ja, welche konkreten Auswirkungen hat es noch auf die Anzeigenschaltung, zum Beispiel bei Facebook? Hier, also dieses Update betrifft vor allem Werbeanzeigen, die auf Conversions beruhen. Conversions sind in dem Fall Marketingziele, die wir definiert haben. Das kann zum Beispiel sein, dass jemand einen Kaufabschluss, also ein Purchase in Facebook als Event getrackt hat. Wir stellen uns vor, ein User klickt auf eine Werbeanzeige in Facebook, gelangt auf die Shop-Webseite, stöbert dort, findet ein Produkt, klickt auf den Warenkorb, geht den gesamten Bestellprozess durch und kauft das Produkt. So hat zumindest der Werbeanzeigenmanager bisher verschiedene Events getrackt. Jemand hat die Seite aufgerufen, jemand hat sich das Produkt angeschaut, hat das Produkt in den Warenkorb gelegt und auch das Produkt gekauft. Das waren alles verschiedene Events, die eben getrackt wurden. Und hier schränkt das neue iOS-Update die Anzahl der Conversions pro Domain ein. Das heißt, wir können nur noch 8 Conversion-Events messen und nicht mehr frei alles tracken, was wir wollen. Wir haben aber die Möglichkeit im Events-Manager bestimmte Events zu priorisieren. Das heißt, wenn wir als Werbetreibender sagen, mein wichtigstes Ziel ist es, dass wir einen Kauf generieren und den Return on Ad Spend damit messen, also wie viel Budget musste ich einsetzen, damit ein Kauf zustande gekommen ist, wie teuer wie viel hat mich letztendlich dieser Kauf gekostet in Werbebudget, können wir sagen, dass der Purchase-Code, dieses Purchase-Event, am stärksten priorisiert werden soll in Facebook. Und dann wird das eben auch stärker gemessen. Das ist also eine Änderung, die uns Werbetreibende betrifft, wenn wir über das Tracking reden. Das Tracking wird in Facebook ja mit dem Pixel eingebunden. Und gerade dieses Pixel wird eben durch dieses neue Update eingegrenzt in der Datenerfassung. Wenn jemand sagt, ich möchte das nicht, dann darf dieses Pixel eben nicht greifen. Und dadurch können unsere Events nicht mehr gemessen werden. Die dritte Änderung, die sich mit dem Update ergibt, ist, dass sich das Attributionsmodell verändert hat. Bisher war es so, wenn man durch die Facebook-Anzeige auf zum Beispiel den Shop gekommen ist, hat Facebook den Klick auf die Werbeanzeige gemessen. Und wenn der Kauf erst 14 Tage später stattgefunden hat, wurde der Klick auf die Anzeige und der Kauf des Produktes trotzdem noch zusammengeführt. Also die Zeitspanne zwischen Klick und Kauf konnte bis zu 28 Tage betragen und trotzdem hat Facebook den Klick oder den Kauf auf die Werbeanzeige zurückgeführt. Das hat sich jetzt geändert mit dem Update, dass es nur noch eine 7-Tage-Klick-Attribution gibt. Also der Klick darf nur 7 Tage her sein, bis der Kauf erfolgen muss, damit dieser Erfolg der Werbeanzeige zugeordnet werden kann. Was bedeutet das jetzt konkret? Bei Produkten mit langer Customer Journey wird die Messbarkeit schwieriger. Also es gibt ja Produkte, die sehe ich, die kaufe ich, alles gut. Es gibt aber auch Produkte, da ist dieser Kaufprozess viel, viel länger. Also gerade bei erklärungsbedürftigen Produkten oder Produkten, wo ich auch mich stärker mal über den Wettbewerb austausche, ist es natürlich so, dass ich erstmal recherchiere. Wenn dann die Attribution, also der Kauf, länger als 7 Tage dauert, dann ist das nicht mehr meiner Anzeige zugeordnet und ich kann meinen Return on Ad Spend damit nicht mehr ermitteln, auch wenn der Kauf letztendlich über die Werbeanzeige zustande gekommen wäre. Das heißt also, die Zuschreibung einer Conversion wird verkürzt auf 7 Tage. Alles, was danach gekauft wird, lässt sich nicht mehr der Anzeige zuschreiben und es wird weniger messbare Conversions insgesamt geben. Genau. Der vierte Punkt, der sich mit dem Update ändert, ist, dass die Conversions, die gemessen werden, nicht mehr nach Alter und Geschlecht differenzierbar sind. Das grenzt Facebook oder iOS, Apple jetzt ein, dass also eine Differenzierung der Zielgruppe nach Alter und Geschlecht nicht mehr möglich ist bei getrackten Events.
dadurch, dass das Pixel auch nicht mehr immer greifen darf in der App, werden auch unsere Remarketing-Listen kleiner. Heißt also, wenn wir Remarketing schalten möchten und hier unsere Zielgruppen bisher über das Pixel angesprochen haben, wird unser Datenpool definitiv kleiner werden. Hier kann es bei kleineren Unternehmen gerade dazu kommen, dass die Remarketing-Listen nicht mehr ausreichen für eine Anzeigenschaltung, wo man dann eben gucken muss, wie erreiche ich meine Zielgruppe. Bei großen Unternehmen, die viel Traffic haben, wird es wahrscheinlich einfach nur weniger Daten geben, aber letztendlich die Ausspielung der Ad kann ganz normal weitergelaufen. Ja, ich habe nochmal von einem Blog so eine Zusammenfassung für Sie hier mit reingesetzt, was das Ganze eigentlich ziemlich schön zusammenfasst. Also bisher, links in dem Bild, wird nochmal gezeigt, was vor der Einschränkung möglich war. Die Anzahl der getrackten Events war uneingeschränkt. Wir konnten alles tracken vom Seitenaufruf über Warenkorb, über den Kauf und so weiter. Jetzt mit der Einschränkung darf der User erstmal entscheiden, möchte ich, dass getrackt wird oder möchte ich das nicht. Wenn er sagt, es ist in Ordnung, dann werden eben bis zu 8 Events getrackt. Wenn er das nicht sagt, dann nur das höchst priorisierte Event, zum Beispiel der Kauf. Genau. Das heißt also, wir wurden jetzt häufig schon von Kunden gefragt, macht Werbung über Facebook eigentlich weiterhin Sinn, gerade Remarketing oder über das Pixel? Ja, es macht aus unserer Sicht weiterhin Sinn. Man muss sich einfach nur mit den Zahlen auseinandersetzen. Also gerade wenn es jetzt um Reportings geht und Vergleichswerte von allen Kampagnen, die jetzt starten, im Vergleich zum Vorjahr gleicher Zeitraum und man sieht irgendwie, da ist alles Mögliche eingebrochen, dann darf man nicht direkt verzweifeln, sondern muss einfach verstehen, was da zugrunde liegt. Es gibt ja auch neben den Apple-Usern weiter Android-User, die mit erfasst werden. Aber dennoch rechnen wir damit, dass eben die Zahlen einbrechen werden. Und es wird sich eben zeigen, inwiefern Remarketing-Pools weiter bestehen können oder ob hier eben Anpassungen stattfinden müssen. Zum Schluss noch das Thema Tracking ohne Cookies. Wir haben das als Trend mit aufgenommen, weil es uns gerade sehr, sehr stark befasst oder betrifft oder wir uns stark damit befassen. Ich muss dazu sagen, wir selber haben noch keine Lösung gefunden, wo wir sagen, yo, das ist es, das ist die Alternative zu Google Analytics, zu Matomo, wo wir die gleichen Zahlen wie jetzt auch schon mit tracken können. Deshalb, wenn Sie selber da Erfahrungen haben oder schon Tools an der Hand haben, mit denen Sie im Bereich Tracking ohne Cookies arbeiten, gerne in den Chat schreiben oder sich vielleicht nachher in der Diskussionsrunde dazu nochmal austauschen. Ich würde aber hier nochmal kurz vorstellen, was wir bisher gefunden haben. Durch die DSGVO und E-Privacy-Verordnung gibt es nun mal rechtliche Einschränkungen, die wir im Tracking berücksichtigen müssen. Das heißt, gerade durch die neuen Cookie-Banner und die Möglichkeit, dass Personen das Tracking ablehnen können, gibt es weniger personalisierte Daten in unseren Tools. Wir müssen jetzt eigentlich zeitnah damit anfangen, ein Umdenken einzuführen, Alternativen zu schaffen, wie wir es denn trotzdem möglich machen können, dass wir unsere Zahlen, die wir bisher über das Tracking gewonnen haben, also über wiederkehrende Besucher, über Seiten, die ein Besucher aufgerufen hat und häufig nutzt, wie wir die denn weiterhin für unsere Marketingarbeit nutzen können, um demjenigen dann auch als Werbetreibender weiterhin passende Anzeigen ausspielen zu können oder Inhalte bereitzustellen, die ihn auch interessieren. Ups. Genau, welche Perspektiven gibt es? Ich habe da jetzt mal 4 Beispiele mitgebracht, die wir bisher recherchiert haben. Einmal hat Google Analytics eine neue Version ausgerollt. Auch seit Ende letzten Jahres gab es bei neu eingerichteten Google-Konten schon die Möglichkeit, das Google Analytics 4 zu nutzen, was ein cookieloses Tracking ermöglicht. Das heißt also, die IP-Adressen werden schon im Standard anonymisiert. In dem normalen Google Analytics, was Sie bisher genutzt haben, musste das ja immer noch explizit seit der DSGVO mit eingebunden werden. Jetzt gibt es eben direkt die Möglichkeit, dass die IP-Adresse anonymisiert wird. Ein Opt-in des Nutzers bleibt aber weiterhin notwendig, um die Daten zu sammeln. Es muss auch weiterhin Opt-out-Cookie für Google Analytics geben. Also es werden weiterhin Daten erhoben, wo eine Zustimmung des Nutzers eingeholt werden muss, aber eben ohne Cookies. Matomo-Tracking ohne Cookies. Matomo ist ein Konkurrent von Google Analytics, aber eben auch ein Analyse-Tool, was es auch ein cookieloses Tracking direkt ermöglicht. Sogar so, dass in manchen Fällen gar kein Cookie-Banner mehr erforderlich ist, wenn keine anderen Systeme eingebunden sind, die Cookies setzen.
Was wir aber hier als Herausforderung sehen, ist, dass zwar ein Tracking ohne Cookies durch Matomo möglich ist, aber die Daten teils ungenauer werden. Das heißt also, wir können nicht mehr bei allen Anfragen oder bei allen Besuchern herausfinden, durch welchen Kanal sind die jetzt auf die Webseite gekommen. Wir können wiederkehrende Besucher schlechter identifizieren, weil die eben kein Cookie gesetzt bekommen haben. Und auch die Anzahl der Besuche bis hin zu einer Conversion sind schwerer messbar. Also wenn wir jetzt wiederkehrende Besucher haben oder ein Besucher, der auf der Webseite war, wieder weggeht, wieder kommt und dann eine Conversion ausführt, dieses Match können wir dann nicht mehr zusammen abbilden. Dann noch zwei andere Varianten, was wir gefunden haben, wenn es jetzt stärker um das cookielose Tracking geht. Semantisches Targeting. Hier geht es also darum, dass Anzeigen nicht durch Cookies an die Zielgruppe ausgeliefert werden, sondern durch ein zuvor festgelegtes Keyword in einem werberelevanten Umfeld platziert werden. Also genau in dem Moment, wo jemand sich informiert zu einem bestimmten Thema, wird die Anzeige dort platziert, die genau eine Lösung zum Beispiel in diesem Themenfeld bereitstellt. Native Advertising fließt da so ein bisschen mit rein. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. Also das ist jetzt eine Möglichkeit, um personalisierte Werbung cookielos auszuspielen an die Zielgruppe. Dann gibt es noch vom IAB Tech Lab eine Möglichkeit, das haben wir selber tatsächlich noch nicht umgesetzt, aber ist eine Möglichkeit, die gerade von immer mehr Unternehmen zumindest mal angeschaut wird, ist, dass es ein Token gibt, also wie so eine Identifikation für einen Nutzer, für jeden Nutzer, über den der Nutzer entscheiden kann, welche Informationen für ihn oder für den Werbetreibenden freigeschaltet werden und welche anonym bleiben sollen. Also Verbraucher erhalten quasi die Kontrolle über die Daten und können Unternehmen die Möglichkeit geben, auf die Daten zuzugreifen, nur auf bestimmte Daten zuzugreifen oder eben nicht auf die Daten zuzugreifen. Und das ist auf jeden Fall was man jetzt in der Zukunft noch mit berücksichtigen sollte, dass es solche Möglichkeiten gibt, ohne Cookies auch an Nutzerdaten zu kommen. Wie gesagt, Tracking ohne Cookies hat definitiv aktuell noch Herausforderungen in der Auswertung oder Vergleichbarkeit der Daten, die dann nicht mehr im gleichen Umfang zur Verfügung stehen. Kommen wir zum Fazit. Ich bin ja schon ein bisschen drüber, aber hatte ja auch mehr Zeit für heute durch den kürzeren Vortrag eben. Zusammengefasst nochmal zu den drei Trends, die wir uns heute angeschaut haben beim Google Update. Sollten die Webseiten eben auf die neuen Ranking-Faktoren vorbereitet werden und ganz wichtig, die Mobile-First-Ausrichtung der Webseite zu prüfen, dass also die mobile Version mindestens so gut ist wie die Desktop-Version und eben eigentlich noch besser ist. Beim iOS 14 Update berücksichtigen, dass die Datenpools und die Conversion-Werte sich mit dem Update ändern und tendenziell sinken werden, dass eine Priorisierung des Trackings notwendig ist, also dass man wirklich klar für sich überlegt, was ist für mich das wichtigste Event, was ich messen möchte und daraufhin die Ads eben auch anders konfiguriert und eingestellt werden. Beim cookielosen Tracking neueste Trends und Entwicklungen weiterhin beobachten, gucken, welche Tools entwickeln sich, welche Möglichkeiten wird es geben, cookielos zu tracken oder andere Werbeformate zu nutzen, um personalisiert Werbung auszuspielen. Also hier wirklich am Ball bleiben. Wer weiß, vielleicht unterhalten wir uns ja im halben Jahr in einem nächsten Event nochmal dazu, welche Möglichkeiten es jetzt gibt. Und denn bisher gibt es aus unserer Sicht noch keine Alternative zum Cookie-Tracking mit gleichem Analyseumfang. Genau. Ja, das war's von mir. Wir stehen ja nachher auch nochmal in der Diskussionsrunde zur Verfügung. Dann können wir gerne auch auf die Frage eingehen, die hier gerade mit im Chat geliefert wird. Ich bin ja jetzt schon deutlich über der Zeit. Aber wenn sich Fragen ergeben, gerne dann nachher in der Diskussionsrunde nochmal darauf eingehen. Ja, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und freue mich dann nachher nochmal vielleicht ein paar Leute wiederzusehen.